Zusammenhalt sind die stärksten Waffen, die sie haben, zur Durchsetzung unserer Interessen. Schülerinnen und Lehrerinnen werden häufig gegeneinander ausgespielt. Die Lehrerinnen sind sie diejenigen, die uns die Tage ansprechen oder andere Sanktionen verhängen. Doch es besteht ein gemeinsames Interesse an einem Bildungssystem, das sowohl die Anforderungen der Lehrerinnen als auch der Lehrerinnen entspricht. Wir wollen keine Repression erfahren und nicht von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, die mit einer schlechten Ausbildung, zu wenig Fortbildung und zu viel Arbeitsbelastung zu Repressionsmaßnahmen gezwungen werden. Wir wollen die Daten sehr vergleichen zum Verboten. Nur wenn alle Betroffenen der Bildungsseele gemeinsam agieren, können wir einen Druck aufbauen, der stark genug ist, die Politik zu zwingen, unsere Vorstellungen umzusetzen. Ein Druck, der es schafft, die wirtschaftlichen Interessen aus der Schule zu verdrängen. Wir Schülerinnen und Schüler sind neben den Lehrerinnen und Lehrern am stärksten vom unterfinanzierten Bildungssystem betroffen. Wir sind diejenigen, die es zu spüren bekommen, wenn unsere Lehrerinnen überarbeiten. Wenn sie nicht die Zeit haben, individuell zu fördern, dann merken wir das daran, dass wir den Unterrichtsstoff einfach nicht verstehen, schlechte Noten bekommen und mit immer schlechteren Aussichten auf unser Arbeitsleben zugehen. Wir sagen, es reicht. Wir unterstützen die Forderungen der Lehrerinnen und Lehrer nach gleicher Bezahlung. Es kann nicht sein, dass die eingestellten Lehrerinnen bis zu 1000 Euro weniger verdienen. Damit muss Schluss sein. Doch wollen wir auch anmerken, dass mehr Geld für den Einzelnen nicht seine Überarbeitung ändert. Es müssen ebenfalls mehr Lehrerinnen eingestellt werden, um eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich umsetzen zu können. Es ist nicht nur die schlechte Bezahlung und die Überarbeitung unserer Lehrer, die uns heute auf die Straße bringen. Nein, es sind auch unsere verbotenen und teilweise eingefährdeten Schulgebäude, die viel zu großen Klassen, in denen sich keiner konzentrieren kann, und die hohen Kosten, die mit einer guten Schulbildung verbunden sind. Schulbücher, Hefter, Blöcke, Stifte, Wandertage und Nachhilfe. Alles muss bezahlt werden. Es ist ärgerlich, dass wir mit Kleingeld sitzen. Der bekommt schlechte Noten fast automatisch, weil er keine Nachhilfelehrer hat, der mal alles nochmal erklären kann. Es wird immer behauptet, Deutschland sei eine Bildungsnation. Unser Rohstoff wäre die Bildung. Doch bei uns wird früher aufsortiert, wer eine Elitenbildung erhält und wer nur eine Sparschulbildung abbekommt. Die Wirtschaft braucht heute nur wenige Fachkräfte und immer mehr Arbeitsplätze werden verrichtet, um den Profit der Konzerne zu erhöhen. Da wird schon im Jugendalter festgelegt, wer auf die Uni soll und wer der Hartz-IV-Empfänger von morgen wird. Bildung ist eine Waffe, die es uns ermöglicht, diese Welt zu erkennen und zu verändern. Politik und Wirtschaft haben kein Interesse daran, dass wir die Zusammenhänge erkennen. Anstatt dritte steckende Menschen wollen sie lieber Bürger, die sich unterordnen und die Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Es fehlt dem Bildungssystem seit Jahrzehnten an Geld. Geld, das angeblich nicht vorhanden ist. Schaut man aber ein wenig genauer hin, sieht man, dass es einfach nur für Dinge ausgegeben wird, die unseren Politikern wichtiger sind als die Ausbildung der Jugend. Sie geben es aus, um die Banken aus ihrer selbstverschuldeten Krise zu retten und für die Bundeswehr. Dann andere Länder blutmütig sind für Zerstörung und Nachzahlung. Ein Kriegsschiff der Bundeswehr vom Typ M125 kostet 650 Millionen Euro. Mit diesem Geld würde man die Schulbücher für rund 8,5 Millionen Schülerinnen bezahlen. Also für uns alle Schülerinnen in Deutschland. Und die Bundeswehr kauft nicht nur eins von diesen Schulen. Ein weiteres schönes Beispiel, wie die Bundeswehr das Geld ausgibt, das Bildung vielen Kindern braucht, ist die Ausbildung ihrer Piloten. Die Bundeswehr zahlt für die Ausbildung von 60 Kampfpiloten 1,2 Milliarden Euro. Mit diesem Geld konnte man momentan das Jahresgehalt von 28.500 Lehrerinnen bezahlen. Doch drastischer ist es bei der Bankrettung. Neben den 400 Milliarden, die in die Bundesregierung für die deutschen Banken wirkt, damit diese wieder Kredite aufnehmen können, wurden 80 Milliarden Euro in Form von Einlagen und Beteiligungen. Und wozu führt das? Die Banken werden in alter Weise ihre Investitionen und Spekulationen treiben. Und am Ende stehen wir vor einem noch gewaltigeren Scherbenhaufen. Sie retten die Banken für die nächsten paar Jahre, anstelle uns und der Jugend eine sichere Zukunft zu verschaffen. Noch schlimmer, sie legen Daten heute in den Grundstein. Für Probleme, die wir dann morgen ausbaden wollen. Wir von der SPD sagen: Schluss mit den Lügen und her mit dem Geld. Wir brauchen keinen Soldaten am Hindukusch oder profitierende Banken und Konzerne. Wir brauchen gute Pädagogen in den Klassenzimmern. Wir brauchen eine Klassenstärke von maximal 50 Schülern, kostenlose Mittagessen an der Schule, moderne und kostenfreie Schulmaterialien und eine Schule und ein Schulgebäude, in dem es nicht im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt ist. Alles das ist umsetzbar. Und wenn die da oben, die Politiker und Wirtschaftsforscher, das nicht wollen, dann müssen wir sie dazu zwingen. Gemeinsam wir Schülerinnen und Schüler.